Alarmbereitschaft rot! Zerstörer los! Zerstörer los! Kombinierter Bomben- und Raketenangriff! Bomber los! Unbekannte Wesen aus dem Millionen Lichtjahre entfernten System Garvan tauchen in unserer Galaxis auf. Eine unaufhaltbare Invasion bedroht die Existenz der Erde. Eine Superschlacht von gigantischen Ausmaßen erschüttert das Universum. Sternenkrieg im Weltall. Wenn das Oberkommando auf der Erde davon erfährt, werden sie unserem Alten die Leviten lesen, dass es kracht. Gender, warum haben Sie eine Rakete gestartet? Ich verlange eine sofortige Erklärung. Das ist der fliegende Sarg für Williams. Fliegender Sarg? Er wollte in einer Umlaufbahn beerdigt werden. Und das habe ich getan. Du weißt von dem Ultimatum der Galvaner. Sie haben das Kunststück fertiggebracht, einen Planeten zu einem Schlachtschiff umzubauen und greifen die Erde an. Wenn diese Einführung bedeutet, dass du mich brauchst, dann muss ich gleich ablehnen. Früher hast du dich an jeden Gegner rangewagt, auch wenn er viel stärker war. Ich bin kein Selbstmörder. Es wäre ein sinnloses Opfer. Du hast doch gehört, der ganze Planet ist eine einzige Festung. Sternenkrieg im Weltall. Mit einer riesigen Flotte alles vernichtender Raumfestungen greifen die Garvaner an. Die Galaktische Föderation hat ihnen nichts entgegenzusetzen. Ist unser Sonnensystem zum Untergang verurteilt? Solche Maschinen werden in unserem Sonnensystem nicht gebaut. Du glaubst, die kommen aus einer anderen Galaxis? Eine andere Erklärung gibt's eigentlich nicht. Sternenkrieg im Weltall. Ein Science-Fiction-Film von galaktischen Dimensionen. Aaron, Chino, seid ihr fertig zum Ausklinken? Na klar! Okay, du kannst uns rauslassen. Achtung! Achtung, Jäger von Steuerbord, nichts wie weg! Das Schicksal der Erde hängt vom Wagemut einiger tollkühner Raumpiloten ab. Habt ihr eine Ahnung, wo wir sind? Unsere letzte Position war in der Nähe des Mars, aber wir sind bestimmt in ein anderes System geschleudert worden. Versäumen Sie nicht das Weltraumabenteuer der Zukunft. Sternenkrieg im Weltall.